Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von EasyBank. Herzlich willkommen zum Wiener Wirtschaftstalk mit... Wie immer mit Peter und... Paul. Ja, ein Thema haben wir natürlich heute auch, lieber Herr Peter, das Thema der heutigen... Selbstverständlich, wir haben auch heute wieder ein Thema und das Thema der heutigen Sendung lautet, so genießen die Österreicher. Und was tun wir da eigentlich? Ja, wir laden uns Gäste ein und wir zeigen die besten Videos der letzten Woche von den Business Events und heute haben wir zwei Gäste, lieber Herr Peter, wer kommt heute zu uns? Augenblick, Herr Paul, ich würde noch gerne sagen, wo wir uns denn heute eigentlich befinden. Bitte darum. Es ist hier schön warm, weil wir befinden uns hier im Aquapura City Spa, also im Wellnessbereich vom Falkensteiner Hotel Wien Margareten. Sozusagen mitten im Herzen von Wien und zwei Gäste haben wir. Es ist dies der Herr Dr. Wolfgang Hötschel von Kelly und es ist dies die Frau Kommerzialrat Doris Felber von der Bäckerei Felber, eigentlich von den Bäckereien Felber, ja. Die berühmteste Bäckerin der Stadt Wien. Ich dass glaube, die heute halt Zeit hat, geläutet. Weil die Felber bäckt selber, gell? Genau. Die, wahrscheinlich holen Sie jetzt direkt aus der Backstube. Bitte schön, da würde ich sagen, Herr Paul. Ich nehme mal Platz. Ja, wo sind wir heute? Wir sind hier im Falkensteiner Hotel Wien Margareten, 4 Sterne Superieur, alles pipi-fein, wie es so schön heißt, eine Dachterrasse, ein Frühstücksbuffet, sensationell. Und jetzt schauen wir mal, ob denn nicht die erste Bäckerin der Stadt Wien so, bei uns schön, ich habe ihn mitgebracht. Oh, da ist sie, liebe Doris. Servus, schön, dass du bei uns bist. Grüß dich. Bitte Platz zu nehmen. Danke. Heute in ganz Rot, sozusagen die Bäckerzunft. Nicht ganz, oder? Nein, ich habe mich müssen geschwind umziehen. Lieber Herr Peter. Ja, bitte, lieber Herr Paul. Liebe Frau Kommissarin Doris Felber, die selber bäckt. Darf es was zu trinken sein? Ich hätte gerne einen Kaffee. Einen Kaffee, bitte sehr, bitte gleich, kommt sofort. Und vielleicht noch ein Glas Wasser dazu. Und ein Glas Wasser dazu, bitte. Bestellen Sie für einen Paul? Hat er Ihnen schon gesagt, dass er nichts kriegt? Ja, normalerweise nie was. Liebe Doris, schön, dass du bei uns bist. Du bist einer der berühmtesten Bäckerinnen. Vielleicht ganz kurz deine Lebensgeschichte. Seit wann machst du das und wie wurdest du denn zu einer Bäckerin, die 50 Filialen in Wien und rund um Wien betreibt? Also ich stamme aus einem niederösterreichischen Landwirtschaftsbetrieb. Das hat mich natürlich auch immer begeistert, wo die Rohstoffe herkommen. Mein Großvater war natürlich auch Bäcker, schon in dritter Generation. Und da durfte ich immer mit hineinschnuppern. Und der Duft und ein frisches Semmel, und das war gewaltig für mich immer. Und dann gab es eines Tages den Herrn Franz als Bäcker. Ja, den habe ich beim Laufen kennengelernt. Nicht in der Backstube? Nein. Ich war bei Willi Dumbi laufen und er ist und da ist der Franz Felber dahergelaufen. Über den Weg gelaufen. Und der hatte aber auch eine Bäckerei, oder? Ja, der hatte eine Bäckerei im 14. Bezirk. Das war für mich etwas Besonderes, weil der hat angefangen, das war einer der ersten Bäcker mit Filialen. Mhm. Und wir hatten ja nur ein Geschäft und wir lieferten natürlich alles da in Umkreis. Und das war immer etwas schwierig, aber mit den Filialen, das war was Besonderes. Was macht Felber aus? Wir legen sehr großen Wert auf die Rohstoffe, dass sie aus Österreich kommen. Bis auf 3, 4 Rohstoffe, das haben wir noch nicht geschafft umzustellen. Aber die kommen alle, fast alle aus Österreich. Das muss ein besonderes Reinheitsgebot gebacken werden, also mit Mehl, mit Wasser, mit Gewürzen und vielleicht mit ein paar Körnern, aber sonst geben wir nichts hinein. Ich glaube, das Handwerk ist auch noch eine ganz große Domäne eures Hauses. Ja, wir haben 80 Bäcker, gelernte Bäcker bei uns beschäftigt. Das ist eine gewaltige Anzahl und die arbeiten schon mit Computer, aber ohne, die Semmeln werden noch mit der Hand gemacht, das Brot wird noch geschliffen und mit der Hand gemacht, also es ist gewaltig. Also ein riesengroßer Handwerksbetrieb. Ja. Vielleicht ganz kurz, wo backt ihr in Wien? Wir sind im 22. Bezirk,
Wir waren, kommen von 14. Bezirk, wir mussten dann auf die grüne Wiese, weil es mit verschiedenen Dingen wie Liefern oder Hygiene nicht mehr gegangen ist und da sind wir auf die grüne Wiese in den 22. Genau. Aber Bezirk. Aber Herr Paul, bitte, der Kaffee wird kalt. Sonst der Herr Kaffee wird so, kalt. So, bitte, sehr ein Kaffee, bitte schön. Nein, mir wird immer heißer. Wird immer heißer. Jetzt, Herr Paul, ich weiß nicht, bin ich größer geworden oder ist der Tisch so klein? Der Tisch ist so klein. Ich würde bitte haben, haben wir nicht einen zweiten Gast? Herr Paul, Sie kommen immer aufs Stichwort. Bitte. Ich glaube, es hat gerade geläutet. Liebe Doris, nicht alles dreht sich nur ums Brot in diesem Leben. Es gibt auch Knappergebäck. Ja, aber die brauchen auch Mehl. Die brauchen Gott sei Dank auch Mehl. Und Herr Paul, bitte schön. Da haben wir schon. Lieber Wolfgang, Herr Dr. Hötzl, schön, dass du da bist bei uns. Hallo. Ihr kennt euch, glaube ich. Ja, wir sind Nachbarn im 22. Ihr seid Nachbarn. Lieber Peter. Herzlich willkommen bei Peter und Herrn Paul. Ja, darf ich Ihnen denn zu trinken bringen? Wasser, bitte. Wasser, bitte sehr Wasser. Bitte. Lieber Herr Dr. Hötzl, lieber Wolfgang, schön, dass du bei uns bist. Herzlichen Dank. Eine große Marke nimmst du mit. Man könnte fast sagen, du bist der Mr. Kelly. Ein Lebenswerk rund um die Marke. Warum oder wie wurdest du das? Und was hat sich da alles getan? Und wie wird man dann der oberste Kämpfer fürs Knappergebäck? Nein, man muss einmal eines wissen, dass mein Vater ein sehr sportaffiner Mensch gewesen ist. Und natürlich in den 50er Jahren, wie ich noch ein kleines Kind war, haben wir bei uns zu Hause einen der ersten Fernsehapparate gehabt. Und das war so noch ein kleiner Bildschirm, wo noch alles auf Schwarz-Weiß gelaufen ist. Und Eishockey war natürlich immer unser großes Thema. Und man kann sich vorstellen, wie klein der Puck war. Das heißt, die Monika Lindner hat einmal gesagt, Eishockey ist kein Fernsehsport, heute haben wir Verletzkarins. Also wenn es heute kein Sport, aber okay, lassen wir das. Jedenfalls, wir sind sehr oft vor dem Fernseher gesessen, haben uns die Boxkämpfe angeschaut, haben uns die Fußball-WM angeschaut und da hat die Mama natürlich immer was zum Essen am Tisch gestellt. Und ab und zu hat es Rohscheiben gegeben. Weil da hat es ja noch Großhändler, Kartoffelgroßhändler gegeben, die selber Rohscheiben gemacht haben. Und ab und zu hat sie natürlich dann Kelly's Chips gehabt. Und wenn das da war, dann kann ich mich erinnern, bin ich immer gelegen auf der damals gegessen Bettbank, habe das Kelly's Chips Wackel auf dem Bauch liegen gehabt und habe dann ein Stück nach dem anderen gegessen, weil es war ein knappes Gut und damit ein, wie wir heute im Marketing chinesisch sagen, ein Object of Desire. Mhm. So, dann hat mich das Studium, dann habe ich studiert, dann in Amerika, dann hat mich das Leben in die Zuckerindustrie verschlagen. Dort haben wir also den Zucker zur Marke gemacht und wir haben jede Menge Sondersorten entwickelt beim Zucker. Und als Geschäftsführer von der Agrarer Marketing- und Vertriebsservice GmbH war ich dann auch für die Lebensmittelindustrie verantwortlich. Das war, mein ganzes Leben war ein süßes Leben. Und dann hat mich der Herbert Rast angerufen, der Gründer von Kelly, und hat mich gefragt, ob mich interessieren würde, das Unternehmen, wenn er in Pension geht, zu leiten. Und dann sind alle diese Reflexionen, Kindheit, Object of Desire, auch einmal was Salziges zu machen und nicht das Leben im Zucker zu verbringen, wieder hochgekommen. Und wir haben uns sehr schnell geeinigt und seit damals habe ich diese Chance beim Schopf gepackt und habe offensichtlich das Unternehmen leiten dürfen und nicht so schlecht gemacht, sonst hätten sie mich schon wahrscheinlich früher nach Hause geschickt. Wenn du jetzt vielleicht eine Kennzahl sagst, wie groß war es hier damals und wie groß seid ihr heute? Wir haben damals einen Umsatz gemacht von 900 Millionen Schilling. Es hat ja noch eine Zeit gegeben, wo es einen Schilling gegeben hat. Wir haben heute 163 Millionen Euro. Also wir haben das verdoppelt und ich weiß noch damals ganz genau, wir haben damals 444 Mitarbeiter gehabt und 14.400 Tonnen verkauft. Heute verkaufen wir 31.000 Tonnen mit 330 Mitarbeitern, haben aber keinen entlassen. Herr Paul, Sie haben sich Ihr Getränk gerade wieder verspielt. Immer lassen Sie es warten. Dafür habe ich Ihnen einen Film mitgebracht. Ich bitte darum. Darf ich ihn abspielen? Ich bitte darum. Dankeschön. Film ab. Du führst in Österreich ein Produkt ein namens Bergfeuer, eine Chili-Sauce. Was kann die? Ja, die kann sehr viel. Die kann deine ganzen Speisen und deine Lieblingsgerichte verfeinern, sie auf den Punkt würzen und vieles mehr. Also warum macht ihr jetzt einen Marktentritt in Österreich? Österreich ist ein Alpenland und wie du siehst, Bergfeuer kommt von den Bergen, nicht? Und da beziehen wir natürlich alle alten Länder mit hier rein. Wobei natürlich Österreich ein kulinarische Hochburg ist, nicht? Genuss pur, hervorragende Produkte hat, Top-Köche, wie wir heute Abend gesehen haben. Das ist ein Must, natürlich Bergfeuer hier einzuführen. Also ich habe das Ding ja natürlich gekostet. Ich muss ja wissen, wovon ich rede. Und es ist
darf ich sagen, sauscharf für mich, aber trotzdem nicht so, dass mir der Mund wehtut. Also ja, ich kann mir vorstellen, das zu probieren und ja, Liebe geht durch den Magen und wer es gern scharf hat, ist halt damit sehr richtig. Ich glaube, umso schärfer die Soße ist, desto größer wird ja die Liebe auch sein. Ich glaube schon, dass die Liebe durch den Magen geht, auf jeden Fall. Auch der Wein wirkt sich auf die Liebe aus? Ja, natürlich wirkt sich der Wein auf die Liebe aus. Schöne Stunden, schönes Glas Wein, schöne Kulinarik. Wenn das natürlich harmoniert, dann ist der Abend perfekt, so wie heute. Also ich habe vorhin das erste Mal ein Schokoladen-Chili-Sorbet gegessen. Und das ist keine gesuchte Kombination, sondern einfach wirklich gut. Dieses fruchtige, scharfe mit dem Schokoladen. Mit dem leicht bitteren, süßen Schokoladengeschmack. Sensationell. Die Schärfe des Weinviertels vergleichbar mit der Schärfe von Bergfeuer? Ja, ich würde mal sagen, ja, wir ergänzen uns hervorragend. Das heißt, das würzige Weinviertel mit dem würzigen Bergfeuer, es ist, war einfach perfekt. Vor allem ein Produkt, das wirklich vielseitig kombinierbar ist. Ob das jetzt zu Süßspeisen, zu Sauerem ist, zu Trinks, wie wir heute gesehen haben, wirklich ein perfektes Produkt. Wir setzen es an, aber in 3 Minuten der Ansatz, das wird sich ausgehen. Aber danach braucht ein gutes Gulasch Muße, ja, wirkliche Liebe. Und ich sage immer, Kochen ist Beziehungsmanagement. Umso intensiver die Liebe zu den Produkten, die man gern hat, zum Beispiel wie mein Bergfeuer hier, hervorragend. Und ich aus Feuersbrunn weiß, was Feuer heißt, ja, und habe das auch schon probiert, hervorragend. Lieber Andi, lieber Alex, Liebe geht durch den Magen, kann man das sagen? Mit der Chili-Sauce, mit Bergfeuer kann wirklich nichts schief geben. Also wenn einmal Liebe nicht durch den Magen gehen sollte, empfehle ich jeden Bergfeuer und Liebe geht durch den Magen. So genießt Österreich ist das Thema dieser Sendung. Liebe Doris, ist gesunde Ernährung ein Zeichen des Wohlstands der heutigen Zeit? Kann man das so sagen? Ja, das glaube ich schon. Der Mensch legt einfach viel mehr das Augenmerk auf gesunde Ernährung, auf gute Ernährung. Natürlich darf es auch einmal was Süßes sein oder was Fettes sein. Oder die Butter. Oder die Butter, genau, oder Sonstiges. Aber ihr habt ja unter anderem euch was einfallen lassen. Es gibt hier bei euch einen Brotgenussexperten, beinahe ganz knapp dabei, so wie beim Wein, der Weinsommelier, der Brotsommelier. Vielleicht erklärst du uns ganz kurz, was ist das? Also da in der Bäckerbranche es kommt immer wieder die Jugend, die muss man lassen, die Jugend hat gute Ideen. Und da waren im Wels in der Bäckerschule ein paar junge Bäcker, die sich überlegt haben, wie bringe ich Brot in Spitzenqualität an den Mann. Und das Wichtigste war ihnen, dass man das Brot, dass es gut riecht, dass das die Krume richtig ist, dass die Kruste richtig ist. Und da erzählen sie, was sie dabei fühlen. Zum Beispiel, das riecht wie Lavendel oder wie das Waldviertel oder wie Sauerteig. Und das bringen sie dann und lernen sie unseren Mitarbeitern. Wir versuchen, dass unsere Mitarbeiter auch wissen, das, was es darauf ankommt, wenn man das Brot ein bisschen eindrückt, dass das nicht Gatsch macht, sondern dass das schön wieder sich formt, dass die Kruste knusprig ist. Also ich würde mal in eine Filiale gehen und mir das anschauen. Schön. Lieber Wolfgang. Herr Paul. Was gibt's? Es gibt, glaube ich, ein Getränk für mich. Ja, jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen gekriegt. Weil? Ja, weil Sie mich so traurig angeschaut haben vorher. Was gibt's da an Alkohol? Nein? Darf ich vorstellen, es ist ein schwarzer Johannisbeter, also Bär. Bärsaft, also ja, knien schon wieder. Bitte schön. Ja, danke sehr, sehr nett. Nichts für ungut. Ich wünsche Ihnen noch eine schöne Sendung. Danke, es geht auch. Lieber Wolfgang, du bist Chef von Kelly, gar nicht nur Österreich, ihr seid in Österreich, aber Kelly ist eine internationale Marke. Wo geht da die Reise hin? Welche Trends gibt es da? Ihr setzt unter anderem auch auf österreichische Ingredienzien, sprich Mehl, das, was die Doris da macht, das gibt es auch durchaus bei euch. Aber ob jetzt ein Chips aus der Waldlage im Süden Weizenfeld kommt, das könnt ihr jetzt nicht definieren. Nein, grundsätzlich haben wir ja immer schon die Philosophie gehabt, wenn du 70% oder 80% von deinem Umsatz mit der österreichischen Bevölkerung machst, dann musst du auch ein Maximum an Wertschöpfung in diesem Land lassen. Kann nicht sein, dass wir von Österreichern Geld haben wollen,
Umsätze machen wollen und alles aus dem Ausland hereinholen. Das geht nicht. Das heißt, wir versuchen alles, was wir kriegen können im Inland, so wie du es auch gesagt hast, aus dem Inland zu sourcen. Wir kaufen 30.000 Tonnen Kartoffeln im Inland, wir kaufen 14.000 Tonnen Mehl im Inland, wir kaufen 4.500 Tonnen Maisgrieß im Inland und so weiter. So, also wir kaufen die Packungsmaterialien im Inland, also wir kaufen sogar Autoteile im Inland, wenn sie von Wagner kommen. Also, so weit geht die Philosophie. Mal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, wohin gehen die Trends? Anders als bei dir geht es nicht um Essen, sondern bei uns geht es um Unterhaltung. Wir wollen in Wahrheit, und darum heißt es ja auch Knabbergebäck, ja, es geht um Knabbern. Knabbern heißt in Wahrheit, dünne, luftige Dinge zu haben, wo man so hineinbeißt, einen zarten Biss hat. Ja. Nicht, so wie du sagst, man drückt und so, bei uns muss es immer knusprig sein, möglichst wenig Wasser beinhalten, damit man immer diesen knusprigen, krispigen Effekt kriegt. Und das muss möglichst gut schmecken. Und wir stehen auf dem Standpunkt, das muss heute sagen wir Base Body, also von der Grundsubstanz her, original schon gut schmecken. Also ein Soletti, Salzstangerl, mit Salz ist ein Original. Und da denkt man nicht drüber nach, ob man das mit Paprika würzen können oder mit Barbecue oder mit sonstigen komischen Flavors. Und genauso auch bei Chips. Also wir gehen immer davon aus, dass wir ein Originalprodukt in der möglichst krispigen Konsistenz haben müssen, dass wenn du hineinbeißt und isst, in Wahrheit nie das Gefühl hast, satt zu werden. Ja? Darum geht es bei uns. Das heißt, Trends gehen eindeutig in die Richtung Unterhaltung. Wir sehen uns auch als Unterhaltungskompanie. Also wir glauben nicht, dass wir ein Lebensmittelbetrieb sind, sondern ein Teil der Unterhaltung. Unsere Produkte kommen immer dann auf den Tisch, wenn es um Geselligkeit geht. Also wenn sich mehrere Menschen zusammensetzen, zum Fernsehen, zur Party, sonst irgendwas, dort gibt es unsere Produkte. Selten, dass jemand alleine traurig aus Liebeskummer vor dem Fernseher sitzt und ein Packel Chips isst. Ja? Das passiert nicht, da ist der Schokolade. Ja. Ja, oder hoffentlich dein Paket mit Olivenöl. Es gibt viele Produktinnovationen, Schweinsbratenchips und sonstiges. Wird das angenommen? Natürlich wird es angenommen. Die Konsumenten wollen immer Varietäten und die Leute wollen immer etwas haben, was sie neu ausprobieren können. Im Grunde bleiben aber zu 80% die Klassiker. Die Klassiker, darum heißen sie auch Klassiker. Ja. Das sind Kartoffelchips, das sind Salzstangen und Brezeln, das sind Nüsse in allen Formen, das ist Popcorn und das sind unsere Snips. Ich habe ja leider sowas schon befürchtet. Das verstehe ich. Deswegen habe ich noch nichts gegessen. Ja, bitte Herr Ball, herzustellen. Ja, Herr Ball, bitte es stehen zu lassen. Ich nehme es dann nachher wieder mit, bitte, gell? Nein. Bitte sehr. Liebe Doris. Brot in allen Variationen bietet sie an. Ja. Da gibt es unter anderem auch Kartoffelbrot und. Ja. Was ist denn da jetzt so der Trend? Wo geht das Brot hin? Was ist denn da, was da wirklich Neues ist? Was wird angenommen? Welche Produktinnovationen gibt es bei euch im Hause? Also der neueste Trend ist, wenn ich jemanden auf der Straße sehe und der ist erschlankt, sagt er immer, ich weiß, ich bin jetzt kein Kunde von dir. Und das tut mir immer weh, weil die Leute wollen keine Kohlenhydrate, zumindest am Abend, nicht mehr zu sich nehmen. Der Herr Peter hat wahrscheinlich auch dein Mitbringsel, nämlich das Ding der Woche, abgenommen. Ja. Wir bitten ihn einfach, dass er es uns vielleicht vorbeibringt. Lieber Herr Peter, da kommt er schon. Ja, das habe ich schon auf meine Tür geklebt, ich habe es wieder runtergekletzelt, ist ja bitteschön. Bitte sehr. Ja, also das ist eine. Ich habe kein Produkt mitgebracht, weil unsere Produkte sind so voluminös, da weiß ich nicht, wie ich die tragen soll. Sondern es ist eine kleine Geschichte, die damit angefangen hat. Ich darf das einmal nehmen und pickst das, also halt es einmal so ein bisschen. Dass mein Gründer, also der Gründer von Kelly, der Herbert Rast, hat den Leitspruch im Unternehmen gehabt, geht nicht, gibt's nicht. Und dann war die Frage, jetzt übernimmst du von einem, der 40 Jahre als Unternehmer gegründet, geleitet hat, eine Unternehmenskultur geprägt hat. Dann sagt man, na was wird jetzt anders? Und ich habe gesagt, es wird gar nichts anderes, es gibt, geht nicht, gibt es nichts, weiter Teil. Das haben aber etliche Mitarbeiter nicht so wirklich wahrgenommen. Und dann habe ich mir gedacht, wie kann ich diese geht nicht, gibt es nicht denke, wobei das nicht präpotent gemeint ist, sondern so gemeint ist, dass wenn wir etwas machen wollen, auch wenn es scheinbar nicht machbar scheint, ja, gibt es immer einen Weg, wie man es trotzdem noch machen kann, wenn man es will. Und ich mag geht nicht, gibt es nicht, nicht mit dem Hintergrund, eigentlich, ich würde es überhaupt nicht, ja. Daher geht das nicht. So, und da habe ich mir gedacht, ich lasse mir eine Rolle von Klebern drucken, geht nicht, gibt es nicht. Und jeder, der dann mir gesagt hat, das geht nicht, der hat einmal einen Kleber bekommen. Und wie dann fünf Leute mit einem Kleber ausgestattet durchs Unternehmen gegangen sind, haben wir gesagt, ui,
vom Chef wollen wir lieber keinen Kleber haben. Und das habe ich dann seit 6 Jahren ungefähr nicht mehr einsetzen müssen. Und jetzt habe ich die Rolle immer noch am Schreibtisch liegen und ich dachte, ich bringe 2 von diesen Dingen. Eine schöne Geschichte. Ich glaube, ich brauche auch so einen Kleber. Ja, das ist ja wunderbar. Ja. Wie gesagt, wir schauen uns ja bei dieser Sendung immer die besten Business-Events der letzten Woche an. Und eines dieser Business-Events werden wir uns jetzt auch anschauen. Und der Herr Peter ist schon da. Herr Peter, ist mein Text. Stimmt. Also wir schauen uns ja immer auch Veranstaltungen, Business-Events an, die der Herr Paul oder andere da filmen. Und ich würde sagen, das schauen wir uns jetzt an. Sie können das besser, ich gehe wieder. Ja, Film ab. Franz Felber höchstpersönlich als Brotsommelier hat uns wieder mal nahegebracht, wie viel Genuss ein einfaches Stück Brot sein kann. Herr Felber, als Brotsommelier hat man jetzt gerade den Zahn der Zeit getroffen, um jetzt Brot auch richtig zu verkosten, um zu schmecken, was denn eigentlich in einem Brot drinnen ist. Brot ist zwar uralt, aber beim Brot hat sich auch viel getan. Es gibt unglaublich viele Sorten mittlerweile. Und es ist sehr gut, dass man die ein bisschen differenziert und darstellt, was welches Brot kann, ja, was welches Brot gut passt und so weiter und ein bisschen an Richtlinien bringt, so wie es natürlich bei Käse und Wein auch der Fall ist. Wenn man einmal Brot wirklich auf Verkostung genießt, merkt man den Unterschied, glaube ich, sofort. Man merkt ihn dann, fairerweise, wenn man so geschult mitgeführt wird, wie bei einer Weinbegleitung, in dem Fall von Brot zu Brot. Das macht es natürlich spannend und das Gewürzthema dann wirklich intensiv auch in der Nase zu riechen, das ist toll und dass es diese Vielfalt im Brotbereich gibt, hätten wir uns alle vor wenigen Jahren noch gar nicht vorstellen können. Die Qualität des Brotes ist ja Gott sei Dank in Österreich sehr, sehr gut und wie Sie richtig sagen, ich schätze ein Semmel in der Früh oder aber auch ein frisches Brot. Nicht immer bekomme ich es, weil meine Frau nicht immer bereit ist, hinunterzugehen und es mir frisch zu holen. Aber wenn ich es kriege, liebe ich es und genauso gehört es. Das war das Business-Event der letzten Woche. Liebe Doris, wir kommen zum W24-Experten-Word-Rap. Regionale Nahversorgung bedeutet für dich was? Also regionale... Für mich ist das, dass man die Filialen alle in Umkreis von mindestens 1 Stunde entfernt haben darf, länger nicht. Weil wenn du versuchst, gutes Brot zu erzeugen und österreichische Rohstoffe nimmst, dann sollte man das Brot nicht länger als 1 Stunde mit den stinkenden Kübeln in der Gegend herumfahren. Sprich von eurer Bäckerei bis in die Filiale? Genau. Okay. Ja. Aber jetzt natürlich die besten Ingredienzien, sprich auch regionale Produkte, Mehl, alles das ist bei euch hochregional. Lieber Wolfgang, regionale Nahversorgung, regionale Produkte bedeutet für euch was? Wenn man immer einer das Gefühl hat, er braucht jetzt etwas zu knabbern und die Hand ausstreckt, dann sollte irgendwo eine Möglichkeit bestehen, dass er es hat. Entweder indem er zu Hause den Vorrat hat, oder indem es einen Automaten gibt oder indem es in einem Wirtshaus Soletti gibt und Liebtauer dazu, also im breitesten Sinne. Wie ist das bei euch mit der sozialen Kompetenz, mit der Führung innerhalb des Hauses? Welcher Stil herrscht da? Also ein Mittelding zwischen sehr kooperativem Stil, aber auch einer klaren Vorgabe, was wir wollen. Das ist die eine Seite und ich kann nur alles unterstreichen, was du gesagt hast. Wir glauben auch noch, dass ein Unternehmen unserer Dimension auch noch in der Gesellschaft eine soziale Verantwortung hat. Deswegen sponsern wir auch die Klinik-Clowns. Wir finanzieren den Einsatz im Bayerischen Kinderspital, damit das wirklich abgesichert ist und das seit 22 Jahren. Wir machen auch was im Sport. Wir sponsern die Wiener Capitals, einfach um Vorbilder für die Jugend zu schaffen, sich zu bewegen. Und weil nur ein gesunder Körper auch entsprechend auch gesunde Leistungen und eine gesunde Philosophie aufbauen kann. Vielleicht auch noch die Frage, der Konsum bei knapper Gebäck in Österreich, unterscheidet sich der gegenüber dem Ausland, also internationalen Vergleich? Der größte Konkurrent für uns ist ja die österreichische Hausfrau, weil die ja fantastisch kochen können. Ja. Und wenn man sich anschaut, ja, dann liegen wir mit den Deutschen ungefähr mit 4 Kilo pro Kopf im europäischen Mittelfeld. Die Schweden, die schon nicht mehr so gut kochen können, essen schon 6 Kilo. Die Engländer, die gar nicht kochen können, liegen bei 8 Kilo. Und die Amerikaner, die außer Steaks und Fastfood nichts anderes kennen, essen 13 Kilo. Also damit sieht man schon, wie stark die Konkurrenz der österreichischen Hausfrau ist. Daher gilt es,
die zu gewinnen. Sehr, sehr, sehr schön. Bei dieser Sendung fordern wir immer auch ein Glas als Sekt. Da ist der Peter schon. Herr Peter, könnten wir vielleicht ein Glas als Sekt haben? Könnte sein, dass wir die gleiche Idee gehabt haben. Ja, weil heute passt es ja wirklich extrem dazu. Erstens sollte man das jetzt noch verkosten. Vielleicht gibt es auch noch, gibt es nicht so einen kleinen LKW mit ein paar Chips? Weiß ich nicht. Vielleicht steht einer am Parkplatz. Ich werde mal nachschauen. Schauen Sie mal nach. Herr Paul, den Johannes-Peter haben Sie nicht getrunken. Ja. Ich habe mich so bemüht, ich habe es selber auspresst. Und ich werde da jetzt schauen, ob er noch ein Glas. Ich werde jetzt die Doris fragen. Liebe Doris, dein Ernährungstipp zum Thema Brot? Dasselbe als Brot. Der Ernährungstipp, ja. Also ich bin der Meinung, dass Brot das erste und älteste Fastfood ist, das es überhaupt gibt. Und mit dieser, ich glaube, wenn man sich alles, was vom Brot abhängig macht, zum Beispiel wie Soletti, sollte man essen. Aha, das heißt Brot überall und Soletti sollte man essen. Nein, das, was vom Brot abgeleitet wird. Ah, in Wirklichkeit ist es... Halte- und Parkverbot. Also das heißt, man soll sich nicht fürchten, davor Brot zu essen. Weil in Wirklichkeit ist es das eines der ursprünglichsten Lebensmittel und da darf man sich drauf freuen und da darf man hin und wieder mal auch Butter drauf geben. Und wie immer, bei übermäßigem Konsum ist man halt selbst verantwortlich, ob das jetzt gesund ist oder nicht. Lieber Wolfgang, der Truck kann was? Der kann alles. Der hat eine Mischung, eine Füllung, so wie es so wie das. Jetzt haben wir das Glas auf Zeichen, ja genau. Das klar ist, zwischen Soletti und zwischen Kelly. Ja. Damit gibt es auch eine Mischung drinnen und das ist unsere Auslieferungseinheit, die. Da fragen wir jetzt mal die Doris, was wünschst du dir? Das kostet mal, oder? Ja, unbedingt. Unbedingt. Jetzt schauen wir, dass wir gleich einen Sekt kriegen und dann sind wir es nämlich auch schon. Ja, unglaublich. Was die Erdnüsse auch drin? Verständlich. Heute haben sie aber hin und her gehetzt, gell? Ja, ich weiß. Und jetzt haben wir keinen Platz mehr. Ich nehme einen Sekt wieder mit. Wir haben keinen Platz mehr am Tisch, oder? Sie hören mir überhaupt nicht zu. Doch. Ich habe gerade gesagt, ich nehme einen Sekt wieder mit und keine Widerrede. Ich glaube, ich werde einmal Sekt. Und die Beutel Chips. Also, bitte schön. In diesem Sinne, herzlichen Dank, dass ihr bei uns wart. Ein Glas Sekt. Ich darf den Herrn Dr. Hötschel noch eine Abschlussfrage stellen, die sich aber, glaube ich, eh fast von alleine beantwortet. Lieber Herr Peter, das vierte Glas, was tun wir mit dem? Na, dann trinken Sie. Ach, dann trinken Sie. Wie viel Knappergebäck zu essen ist gesund? Es gibt keine Limits, wenn man ansonsten nichts isst, außer Brot. Dann ist das alles gesund. Danke, dass ihr da wart, lieber Peter. Danke fürs Service. Danke für die Moderation, Herr Paul. Der Firma Falkenstein, dass wir zu Gast sein dürfen im Falkensteiner Hotel Wien, Margareten. Ein super Haus. Ja. Schön warm ist im Wellnessbereich, gell? Ja. Ja. Ja, so soll es ja sein im Wellnessbereich, wenn man aus der Sauna rauskommt. Ja, in diesem Sinne auch für Sie viel Brot und viel Knappergepäck. Hoffe, es war auch für Sie was dabei. Danke fürs Dabeisein. Danke, dass ihr bei uns wart. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von EasyBank.